Ich sitze hier mit dem CEO vom SRW, Marc Lüthi. Wie geht's dir? Mir geht's nicht so schlecht. Es ist einfach langsam kalt. Ich würde sagen, warm. Warm wird es erst noch. Kalt ist es, da hast du recht. Aber ja, wir sind jetzt hier oben. Rampenverkauf, Thomas Veloshop. Jetzt Thema Velofahren. Wenn du dir so zurückerinnerst, was ist so deine erste Erinnerung an das Velofahren? Meine erste Erinnerung an das Velofahren ist, dass ich in Luzern aufgewachsen bin. Dass ich das Gefühl hatte, ich will mit dem Velo auf Bern zu meinen Grosseltern. Und damals hatte ich nur ein Mini-Velo. Und das war mein Ausflug gewesen. Bist du weit gekommen? Ja, auf Bern und du. Ah, nicht schlecht. Immerhin, gell? Ja. Ist doch cool. Und was würdest du gerne mal so ausprobieren in Sachen Velofahren? Also würdest du gerne mal downhillen oder irgendwie eine Etappe bei Tour de France fahren? Oder gibt es irgendetwas, BMX? Also ich habe vorhin gesagt, Cycling ist New Golf. Ich sage dir jetzt einfach, ich bin altmodisch. Lieber golfen. Aber brauchst du das Velo schon ab und zu? Ja, in seltenen Gelegenheiten mache ich Velofahren mit der Tochter das ja, aber es ist wirklich eher selten, weil arbeiten, Golf spielen und sonst noch viele Sachen, die man Interesse hat. Man kann einfach nicht alles im Leben und das Velofahren ist wirklich, wenn ich es mache, ist der Tochter das lieb. Das Golffahren frisst halt schon viel Zeit. He? Golf spielen, ja. Ja, Golf kann man fahren, abgesehen davon im Weg. Ja, eben. Aber es ist ungesund. Nein, das stimmt. Laufen. Nein, jetzt, ich bin nicht der grosse Velofahrer, ich bin auch nicht der grosse Velofreak. Ich finde es lustig, mal zwischendurch neben das Türli zu machen, aber damit hat es eigentlich. Ja, das ist doch auch gut. Man muss ja nicht immer zum Lieblingshobby machen, das Velofahren, gell? Jetzt hast du etwas anderes zu deinem Lieblingshobby gemacht. Genau. Vor allem zum Job. Der Job ist mein Lieblingshobby. Das ist natürlich perfekt. Ja, genau. Aber jetzt sind wir gleich hier oben beim Thomas Rampenverkauf. Das ist ja der grösste Radsport- und Schneesport-Ausstellung in der Region Bern. Ja, genau, in der Region, das weißt du gut. Ja. Absolut. Jetzt, wenn du so dich hier umschaust, gibt es irgendetwas, wo du würdest sagen, mal, das würde ich dir unter den Arm packen und mitnehmen? Ja, ich habe ein paar Ski gesehen, die ich sicher sehr cool finde. Es hat ganz einen Haufen im Bekleidungsbereich, die ich cool finde. Sicher jetzt das eine oder andere Velo, das ich auch cool finde. Aber es ist doch immer die Frage, braucht man ein Velo für das, dieses oder eins? Für das, was ich es brauche, habe ich eins vom Dömmel. Ist der nicht gesponsert? Nein, ich habe es gezahlt. Und nein, und sonst, ich finde, es hat ganz viele coole Sachen, die man hier schauen kann, wo man, insbesondere wenn man gerne Velo fährt, und es gibt ganz viele Leute, immer mehr Leute, die das machen, wo man das sicher gut nutzen kann. Jetzt mit dem E-Mountainbike sowieso, gell? Ja, das ist natürlich ganz speziell gut. So, jetzt noch schnell etwas, Themawechsel. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dir und zu deinem Job. Okay. Wieso wird der SCB in dieser Saison Meister? Du fragst mich etwas, wo wir ein gutes Team haben und wo ich hoffe, dass es aufgeht am Schluss. Aber ich kann dir einfach sagen, wir haben eine Meisterschaft, die wahrscheinlich noch nie so spannend war. Wir haben noch nie so eine ausgeglichene Meisterschaft. Es schlägt im Moment jeder kennen kann, sicher sein vor einem Spiel, dass er den Match gewinnt. Und das macht es spannend. Das macht es spannend für die Eishockey-Freunde, die nicht unbedingt extrem Fan sind von einem Club. Und für die, die extrem Fan sind von einem Club, die gehen ein bisschen durch Höhen und Tiefen. Und es bleibt hoffentlich noch lange spannend. Selbstverständlich hoffe ich, dass es für uns am Schluss aufgeht. Aber das hoffen die jetzt bei Biel, das hoffen die jetzt Langnau, das hoffen die jetzt Lugano, zu Zürich, zu Davos, zu Genf, zu Zug und weiss nicht wo, an allen Orten. Und wir werden es dann sehen, wenn es am Schluss lenkt. Aber es macht Spass. Ich glaube, unsere Mannschaft wird sich in den nächsten Spielen definitiv finden, wenn wir irgendwann eine Freundschaft geschlossen haben mit Verletzungsechs. Und dann lassen wir uns überraschen. Aber ich freue mich auf einen weiteren Verlauf der Saison und wir schauen, wie es rauskommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Jetzt habe ich aber noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du Thomas Veloshop hörst, was kommt dir da so in den Sinn?
Ja gut, wenn ich Tömmu aus Veloshop höre, dann höre ich Tömmu. Ich kenne den Tömmu Pinkeli seit längerem. Wir sind gut befreundet. Wir haben schon viel Austausch gehabt miteinander. Wir reden über Gott und die Welt und über unsere Geschäfte und über unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Freuden. Und wenn ich Tömmu aus Veloshop höre, dann höre ich primär Tömmu und dann kommt mir eben der Tömmu Pinkeli in Sinn. So Freundschaft, Partnerschaft, langjährig. Genau. Das klingt doch super. Cool, merci vielmals für das Interview. Noch einen schönen Abend. Und ja, genießt es. Geh noch die Ausstellung anschauen. Wir sehen uns. Genau. Merci auch. Schönen Abend. Tschüss.